Also ganz sicher der Skandal, absolute Skandal unserer Zeit, zu Beginn dieses Jahrtausends, ist das tägliche Massaker des Hungers. Von Hunderttausenden von Menschen, das in absoluter eisiger Normalität vor sich geht. Sie haben die Zahlen genannt, sie stehen in meinem Buch, wir lassen sie verhungern, die Massenvernichtung in der Dritten Welt, aber es sind die Zahlen der Vereinigten Nationen. Ich war ja jetzt 8 Jahre lang der erste UNO-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung. Die Opferzahlen sind bestritten von niemandem. Alle 5 Sekunden verhungert ein Kind unter 10 Jahren auf diesem Planeten. 57.000 Menschen sterben am Hunger jeden Tag. Und 1 Milliarde Menschen von den 7 Milliarden, die wir sind, sind permanent schwerstens unterernährt, zu Krüppeln gemacht, invalid durch Unterernährung. Und derselbe World Food Report, also derselbe Bericht der Landwirtschaftsorganisation, der FAO, der Vereinten Nationen, der die Opferzahlen gibt, jedes Jahr im April, sagt, dass die Weltlandwirtschaft in der heutigen Phase der Entwicklung der Produktionskräfte problemlos 12 Milliarden Menschen ernähren könnte, also fast das Doppelte der Weltbevölkerung. Zum ersten Mal zu Beginn dieses Jahrtausends gibt es keinen objektiven Mangel mehr. Es hat ihn einmal gegeben, aus dem Tirol, aus Baden-Württemberg, aus dem Engadin, aus der Bretagne sind Menschen ausgewandert vor 150 Jahren, um dem Elend der Unterernährung zu entkommen. Heute gibt es keinen objektiven Mangel mehr. Das Problem ist die Verteilung der Nahrung, der Zugang zur Nahrung und nicht die fehlende Produktion. Ein Kind, das jetzt, wo wir reden, am Hunger stirbt, wird ermordet. Ich bin in der Schweiz aufgewachsen. Es ist nicht, ich glaube, auch wie Sie, wie die meisten Europäer, habe ich immer geglaubt, dass der Hungertod eigentlich ein ziemlich friedliches Erlöschen sei. Die Kalorien sind ja die Energiezufuhr, die man braucht, um die Lebensenergie, die man ausgegeben hat, in einem Tag zu kompensieren. Wenn diese Kalorien durch die Nahrung nicht mehr in den Körper kommen, dann verlöscht langsam der Körper, die Kräfte verlassen den Körper. Das stimmt nicht. Den Tod, den ich leider gesehen habe, jetzt in der Mongolei, im Sierra de Chocotán von Guatemala, in den Slums von Bangladesch und so weiter, während meines Mandates, ist ein ganz fürchterlich, schrecklich, schmerzvoller Tod. Das ist eigentlich wahrscheinlich die schmerzvollsten Agonien, die es gibt. Darf ich noch eine Zahl nehmen? Und dann rede ich nicht mehr von Zahlen. Das langweilt die Leute hier. Sie wissen, dass die Menschheit verliert jedes Jahr etwa 1% ihrer Substanz. Etwa 70 Millionen Menschen verlassen den Planeten, alle Todesursachen zusammengenommen, jedes Jahr. Letztes Jahr, 2011, sind 18,2 Millionen Menschen am Hunger oder seinen unmittelbaren Folgen, also den Hungerkrankheiten, gestorben. Der Hunger ist heute, wo wir reden, Unterernährung, die Folgekrankheiten, bei weitem die massivste, bedeutendste Todesursache auf diesem Planeten, der, ich sage es noch einmal, vor Reichtum überquillt. 1,2 Milliarden Menschen von den 7, wie wir sind, sind, wie die Weltbank sagt, extrem arm, extrem poor. Die müssen mit weniger als 1,25 Dollar im Tag zu überleben versuchen. Das ist die unglaublich arme Bevölkerung in den Slums, in den Kanisterstädten, in den Favelas von Sao Paulo, in den Kanisterstädten von Karachi, in den Slums von Dhaka, wo die Mütter mit ganz wenig Geld ihre tägliche Nahrung für ihre Familie kaufen müssen. Und dort, wenn es eine Preisexplosion, den Weltmarktpreis für Grundnahrungsmittel gibt, und Grundnahrungsmittel sind Mais, Reis und Getreide, die decken etwa 75% des Weltkonsums aus. Wenn dort die Preise explodieren, sterben die Kinder in viel größerer Zahl noch. Und das ist, was jetzt passiert, in dieser Zeit. Und da gibt es 2 Gründe. Warum explodieren die Weltmarktpreise? Einerseits ganz sicher wegen der Börsenspekulation auf Agrarrohstoffen, also auf Grundnahrungsmittel. Ich habe genug Prozesse am Hals gehabt bis jetzt mit Schweizer Banken und so weiter. Ich sage es ganz deutlich, die ist total legal. Die ist total legal. 2008, 2009 hat der helvetische oder deutsche, amerikanische Bankenbanditismus die Finanzbörsen kaputt gemacht. Also da gab es die sogenannte Finanzkrise. Mhm. Und seither sind die großen Hedgefonds,
die Großbanken umgestiegen mehrheitlich auf die Rohstoffbörsen, sei es Energierohstoffbörsen oder Agrarrohstoffbörsen. Und die schweizerische UBS oder der Schaberfonds oder die Deutsche Bank machen mit Spekulation auf Mais, Reis, Getreide oder andere Nahrungsmittel astronomische Profite, ganz legal, astronomische Profite an den Börsen. An den Börsen. Ich gebe zwei Beispiele. Mais in einem Jahr rückberechnet vom 1. September letzten Jahres, ein Jahr zurück. Mais, der Weltmarktpreis auf Mais ist um 63% gestiegen. Die Tonne Weizenpreis hat sich verdoppelt, ist jetzt 271 Euro. Und die Tonne Reis, philippinischen Reis, ist gestiegen von 110 Dollar auf 1200 Dollar. Das heißt also, dass heute in den Kanisterstädten der Welt, ich sage es noch einmal, wo über eine Milliarde Menschen mit 1,25 Dollar oder meist noch viel weniger leben müssen, ist das eine tödliche Katastrophe. Ich möchte eine Anekdote erzählen, wenn ich darf. Ich war kürzlich auf einer UNO-Mission für Bolivien, musste nach Bolivien. Da kommt man zwar auf 4100 Meter an, El Alto, und deshalb bleibe ich jedes Mal, wenn ich nach Bolivien gehe, unten in Lima, zu einer Zwischenstation. Und in Lima, in einem Slum, also in einer Calampa, habe ich Bekannte. Da, die Schlange der Mütter vor dem Reisdepot beginnt bei Sonnenuntergang, so um 5 Uhr. Und ich war bis Mitternacht da. Ich habe keine einzige Frau gesehen, die auch nur ein Kilo Reis gekauft hat. Also Grundnahrungsmittel, ein Kilo Reis gekauft hat. Reis wurde gekauft in Pappbechen, weil die Preise so hoch sind. Dann geht die Frau nach Hause, macht Feuer unter dem Kessel, das Wasser brodelt, dann leert sie den Pappbecher in den Kessel, dann schwimmen ein paar Reiskörner auf dem brodelnden Wasser, und das ist die Nahrung des Tages für ihre Kinder. Ja, und also das sind die Börsenspekulation auf Grundnahrungsmittel ist für die nicht produzierende Bevölkerung absolut verheerend. Ich nehme den größten Produzenten für Bioethanol und Biodiesel. Das sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Das Bush-Programm wurde übernommen von Obama. Letztes Jahr haben die Amerikaner 138 Millionen Tonnen, 40% ihrer Maisernte verbrannt, um Bioethanol herzustellen. Und hunderte Millionen Tonnen von Getreide. Jetzt kann man nicht sagen, der amerikanische Präsident ist blind für die Hungerkatastrophe auf der Welt. Oder er ist ein zynischer Mensch oder ein arroganter Mensch. Es gibt Argumente. Zwischen Baltimore und New York kann man ja kaum mehr atmen, weil es so viele Autos sind. Und es stimmt, dass der CO2-Ausstoß die Ozonschicht durchlöchert. Dass das CO2 kommt von der fossilen Energie, also vom Erdöl. Das stimmt alles. Oder dass auch das Argument von Obama, dass die Amerikaner ihren Erdölimport herunterfahren müssen. Amerika ist die größte Industriemacht der Welt. Ein Viertel aller Industrieprodukte der Welt werden von Amerikanern hergestellt. Das ist absolut erstaunlich. Es sind ja nur 300 Millionen. Und die sind immer noch die größte Industriemacht der Welt. Die verbrauchen etwa 20 Millionen Barrel pro Tag Erdöl für diese unglaubliche Industriemaschine. Von diesen 20 Millionen Barrel pro Tag werden 12 Millionen eingeführt und nur 8 Millionen werden produziert zwischen Alaska und Texas. Und dann erst noch aus ganz gefährlichen Weltgegenden, also aus dem Mittleren Osten, aus dem Niger-Delta, aus Zentralasien und so weiter. Und Obama sagt, wir müssen weg von dieser Extremabhängigkeit, weil das bedeutet, dass der Pentagon, das Militärbudget steigt ja ständig, weil die amerikanischen Militärkräfte müssen den Mittleren Osten sichern, den Söldnerstaat Israel aufrechterhalten und so weiter. Und deshalb muss fossile Energie mehr und mehr ersetzt werden durch vegetale Energie. Also diese Argumentation von Präsident Obama ist nicht absurd. Ja, Sie sehen, sie ist nicht absurd. Aber auf einem Planeten, wo alle 5 Sekunden ein Kind am Hunger stirbt, ist das Verbrennen von hunderten Millionen von Tonnen Nahrungsmittel, um Agrartreibstoffe herzustellen,
ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ich könnte Ihnen ein letztes Beispiel nehmen, wenn Sie einen Touristenwagen haben, der mit Bioethanol funktioniert, ein Reservoir von 50 Liter haben. Sie füllen das Reservoir auf mit Bioethanol. Um 50 Liter Bioethanol herzustellen, müssen Sie 352 Kilo Mais verbrennen. Mit 352 Kilo Mais lebt ein Kind in Sambia oder Mexiko, wo das Mais Grundnahrungsmittel ist, ein Jahr lang. Mhm. Deshalb muss Agrartreibstoff, der aus Grundnahrungsmitteln hergestellt wird, verboten werden.